Hey, ich habe wieder neue Aufgaben unter dem Hashtag Felix macht alles auf Twitter bekommen und ich dachte mir, ich bewältige die heute einfach mal. Was tust du so dumm? Ich hab ihn wehgetan. Scotty. Oh, das sieht nicht gut aus. Naja, okay, bleib. Es tut mir leid. Marc Butz hat geschrieben, versuche die Folge ohne den Hühnchen-Einspieler-Renderfehler. Ich glaube, das wird dieses Mal nicht passieren. War ein Spaß. Annika Bähm hat geschrieben, lass Sopse wieder den Schmutz wegmachen. Okay, ein letztes Mal. Lass mir Sopse den Schmutz wegmachen! Sopse! 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 Ja. Mach den Schmutz da weg! Mach du selber. Mach du, ich hab dir gehört erst gesagt! Mach den Schmutz jetzt da weg! Frauen sind nur auf diese Welt geboren worden, um Schmutz wegzumachen, also mach Schmutz weg! Was? Mhm. Was hast du gerade gemacht? Gar nichts. Wie bitte? Was hast du da? Genau. Das ist eine Paprika! Ja, und eine. Mach den Schmutz weg, das ist gesund! Mach das weg! Mach das weg! Okay, ich lang noch gut, oder? Okay. Der Mo hat geschrieben, kauf mir ein Eis. Back dir ein Eis, Alter. Ich kauf dir ein Eis, Junge. Was ist los mit dir? Mo, freust du dich? Ja. Feine, ne? So. Ja? Gönn dir. Hallo. Jo. Schönen Tag, noch. Oh, lang. Oh mein Gott, hat sich so. Das Ding jetzt nicht katakasselt in die Post geschoben? Jetzt bist du glücklich, ne? Weil du der Einzige bist, der ein Eis hat, ha? Huh? Oh mein Gott. Noel schreibt, male Sopse ein Bild. Okay, dann male ich halt wieder irgendwas. Warum denn nicht? Machen wir erstmal hier irgendwie so eine Hose. Die Haare so nach oben. Yeah, yeah, yeah. Der fresh look. So, und jetzt male ich einmal hier die Sops irgendwie. Wie malt man denn am besten ein Kleid irgendwie? Machen wir einfach mal so. Und dann irgendwie so. So, und dann die Haare. Lalalala, lalilalu. Dann hier mal die Beine. Zack, zack. Und Schuhe, Schmutz weg. Eine Zeichnung davon, wie ich es auch so sage, dass sie den Schmutz wegmachen soll. Mach Schmutz weg! Ja? Ich habe was für dich gemalt. Wie findest du das? Ist schön? Das repräsentiert unser Leben. Was denkst du darüber? Ja, das stimmt schon ein bisschen. Das stimmt schon ein bisschen? Ey, das, warte mal, ich habe mir gerade irgendwie ins eigene Fleisch geschnitten. Ja, aber so richtig. Einfach Fluff schreibt, sitze auf der Straße und gib dich als schlechten Straßenmusiker aus. Ja, wow, warum denn nicht? Klar, ich habe sogar schon einen Song parat und der wird sehr, sehr traurig sein, Leute. Also seid gespannt. Udroni, Udroni, du bist so hoch geflogen und jetzt liegst du am Boden. Udroni, dieses endlose Gefühl. Fliegen, musst du vermiesen. Oh, Droni. Oh, geil, 2 Euro. Der Alp schreibt, versuche professionell zu twerken. Wow, als hätte ich nicht letzte Folge schon peinliche Dance-Moves gemacht. Und jetzt muss ich auch noch twerken, ey. Was ist denn los hier? Ja gut, dann twerken. Oh, wo kam der denn her? Dann twerken wir einfach mal. Gefällt's euch? Oh Mann, ich bin so ein cringy Motherfucker, ohne Witz. Ja, ich weiß, mein Booty ist hart. Der Nico schreibt, ruft die DB an, kommt an und fragt, ob das Gleis 9 3 Viertel im Kölner Hauptbahnhof ist. Ja gut, das kann ja nur böse ausgehen, ne? Okay, versuchen wir es einfach mal, aber ich muss den ja irgendwie weiß machen, dass ich am Kölner Hauptbahnhof bin und deswegen mache ich einfach mal irgendwelche Hintergrundgeräusche an, weil sonst checken die ja, dass ich von zu Hause anrufe.
Mal gucken, ob es funktioniert. Könnte natürlich auch nicht funktionieren. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Sie haben nun zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Für alles rund um Ihre Reise, Ihre Buchung oder Unterstützung zu unseren Online-Services, sagen Sie Reise oder drücken Sie die 1. Bei Reklamationen oder... Drücken wir mal die 1. Guten Tag, Müller, mein Name. Ich bin gerade am Kölner Hauptbahnhof und ich kann mich irgendwie nicht so ganz zurechtfinden. Können Sie mir da weiterhelfen? Sie können mich jetzt im Kölner Hauptbahnhof zurechtfinden. Genau. Okay. Irgendwie finden. Wo wollen Sie denn hin? Ich würde gern zum Gleis 9, 3 Viertel. Ja, lustig. Ah, ist das cringy gewesen! Holy shit! Er meinte einfach nur, haha, witzig. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich hoffe, die Bahngeräusche haben es nicht übertönt. Oh, mein Herz, Alter. Und unter die vorherige Aufgabe hat der gute Ed Alien Tender geschrieben, natürlich zwischen Gleis 9 und 10. Spring da mal gegen den Pfosten, Felix. Oh mein Gott, Alter. Warum auch nicht, ne? Was hat denn der für Drogen genommen? Weiß nicht, hört man das? Palle, was ist los mit dir? Warum schreist du so rum? Helen Hai schreibt, erzähl dir den schlechtesten Witz, den du kennst und versuche uns zum Lachen zu bringen. Okay, das wird eh nicht funktionieren, aber versuchen wir es einfach mal. Geht eine Frau zum Arzt und sagt, ich habe einen Knoten in der Brust. Sagt der Arzt, wer macht denn sowas? Okay, Leute, ich schäme mich für mich selbst. Die Elena schreibt, klatsche Sopse eine Torte ins Gesicht. Wow, gar nicht gemein oder so, aber ja gut, dann machen wir das einfach mal. Ja, tada. Sopse! Ja? Komm mal kurz her! Oh Gott, Alter. Warum denn jetzt? Ich hab mich gerade fertig gemacht. Und noch eine Banane. Ich hasse Banane. Und eine schöne Torte. Ja, das kann doch keiner mehr essen. Ich hab gehofft, die geht nicht so lecker. Was ist mit dir? Alter, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Sie ist so kaputt. Hey, was ist mit mir? Ich bin doch viel schlimmer. Es tut mir so leid. Ich hab dir etwas in der Nase. Aber schmeckt eigentlich ganz gut. Das war's dann auch schon mit dieser Folge Felix macht alles. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine positive Bewertung da. Und falls ihr generell irgendwelche Aufgaben schlagen wollt, dann schreibt ihr einfach auf Twitter unter dem Hashtag Felix macht alles. Hier habt ihr andere Felix macht alles Teile. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Format. Bald sind wieder sehr, sehr viele coole Sachen geplant. Das dauert nur alles sehr lange, weil ich bin faul und habe komische Qualitätsansprüche. Deswegen, ja, aber es sind coole Dinge in Planung, coole Kurzfilme. Ich weiß nicht, warum ich so wippe und ich würde sagen, ich wippe jetzt einfach mal aus dem Bild. Weil, keine Ahnung, warum. Tschüssi!